Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein Blitzrezept für euch. Es ist nämlich in nur 2 Minuten zubereitet. Es gibt leckere Giotto-Küchlein, bestehend aus einem Nussteig mit einem Haselnusscreme-Kern. Ihr braucht hierfür nur ganz wenig Zutaten und eine Mikrowelle. Zudem braucht ihr auch keinerlei Küchengeräte oder Messbecher. Ich glaube, das ist das schnellste Dessert, was ich bis jetzt zubereitet habe und zudem schmeckt es wirklich köstlich. Alle Nussfans werden hier definitiv auf den Geschmack kommen. Ihr könnt das Ganze auch in der Tasse zubereiten, so wie einen klassischen Tassenkuchen. Aber ich fand die Optik in den Auflaufförmchen ansprechender. Das ist also euch überlassen. Legen wir direkt los mit den Zutaten und der Zubereitung. Ihr braucht zunächst eine kleine Auflaufform und ich habe hier kleine Ofenförmchen benutzt. Theoretisch könnt ihr natürlich auch eine kleine Tasse benutzen, aber in den Förmchen sieht es für mich eher nach einem Küchlein aus. Dann fügt ihr das Mehl und ich habe hier einen gehäuften Esslöffel benutzt, gemeinsam mit den gemahlenen Haselnüssen, dem Zucker und dem Backpulver in euer Förmchen und verrührt alles kurz miteinander. Dann fügt ihr noch das Sonnenblumenöl gemeinsam mit der Milch hinzu und rührt alles zu einem klumpenfreien und glatten Teig. Hier könnt ihr sehen, dass der Teig von der Konsistenz eher fest ist. Falls euer Teig also zu weich sein sollte, könnt ihr noch ein wenig Milch oder gemahlene Nüsse hinzufügen. Oder aber, falls der Teig zu fest sein sollte, könnt ihr ihn noch mit ein wenig Milch auflockern. Aber mit den genannten Mengenangaben solltet ihr genau diese Konsistenz erreichen. Ihr streicht dann den Teig mit einem Löffel nochmal kurz glatt. Jetzt kommt in die Mitte noch ein gehäufter Teelöffel leckere Haselnusscreme, welche ihr leicht verstreicht. Dann kommt euer Förmchen für 1 Minute bei hoher Wattzahl in die Mikrowelle. Ich habe meine auf 750 Watt eingestellt. Und nach nur einer kurzen Minute ist euer Dessert auch schon fertig. Das könnt ihr auch direkt verschlingen, aber ich habe meines vorher noch kurz dekoriert. Dafür habe ich ein wenig Haselnusscreme in der Mikrowelle erwärmt und über mein Küchlein gegeben. Danach habe ich an die Ränder noch ein paar gehackte Haselnüsse verteilt und in der Mitte ein paar Giotto-Kugeln platziert. So sehen dann meine 2 Minuten Giotto-Küchlein aus der Mikrowelle aus. Ihr könnt sie auch einfach mit etwas Puderzucker bestreuen und dann mit Giotto-Kugeln dekorieren. Die könnt ihr also ganz nach euren Wünschen anpassen. Mit der Zubereitung und Backzeit habt ihr wirklich in nur 2 Minuten euer warmes Nussküchlein mit der leckeren Creme in der Mitte, die alles perfekt abrundet. Es ist auch ganz wichtig, dass ihr die Küchlein noch warm genießt und die nicht lange stehen bleiben, denn ansonsten wird der Kuchen fest und es ist nicht mehr so schön fluffig wie am Anfang. Das ist das perfekte Dessert für den spontanen Besuch oder eine Heißhungerattacke. Probiert das Rezept gerne mal aus und schreibt mir dann, wie es euch geschmeckt hat. Ihr könnt mir eure Fotos auch gerne über meinen Instagram-Account RoxBakery schicken und den Link findet ihr in der Infobox. Darauf freue ich mich wirklich jedes Mal. An der Stelle bedanke ich mich bei euch dann auch fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns dann auch bei meinem nächsten Video sehen. Bis bald!